das ein oder andere entdecken kann, aber wir wissen ja wenigstens eh, da ist der Schmied, dort müssen wir hin, da wird wahrscheinlich auch Gunnar am Start sein. Du warst noch nie plündern! Sei du doch still! Lieb, lieb. Hallo Ava! Hi, servus, grüß dich, servus, grüß dich, servus. Wie die mich alle immer kennen, das ist ja Wahnsinn. Ich ja? Bin noch gut, okay. Also ich muss. Ah, okay, passt. Ich muss den extra so drauf drücken und alles. Achso. Achso, dadurch, dass sich der Clan auch freut, werden wir wahrscheinlich dann aber erstmal auch mit dem, Clan interagieren müssen. Hm. Na, dann machen wir das. Dann machen wir das. Ist besser. Ich glaube, besser so eins nach anderen. Ja, das ist eh der ganz hintere. Dann machen wir das als erstes. Ja, verstecken wir sie sicherheitshalber. Ja, man versteckt, Alter. Na, Tora, hallo! Tausch die Nadel gegen den Pfeil, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr gern doch. Soll ich jetzt einfach beginnen, oder wie? Halt, siehst du, wie ich stehe? Setze deine Füße fest auf den Boden. Nicht weiter als schulterbreit. Atme ein, wenn du die Sehne spannst. Okay, dann zieh auf den Punkt, den du treffen willst. Nun stell dir vor, wie der Pfeil genau hindurchfliegt und noch viel weiter. Atme aus, dann lass los. Kommt da noch was oder wo ist das? Ich kann auch auf mehrere Ziele schießen, das ist überhaupt kein Thema, gell? Also, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Danke, Eivor. Jetzt habe ich etwas für dich. Siehst du, aufs Auge kommt's an. Was denn? Danke, Eivor. Als Geschenk könnte ich dir eine neue Tätowierung anbieten. Etwas, um deine Narbe zu schmücken. Ein nettes Angebot, aber sie soll sichtbar sein. Oh, ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich kann dich trotzdem tätowieren, wenn du magst. Tätowierung ist immer gut. Tätowierung ist immer gut. Nicht schlecht, nicht schlecht, Alter. Bist du eppert, da haben wir so ein kleines Bäckerl und alles drum und dran. Ja, kommt was zusammen, da kommt was zusammen. Der nächste Kandidat, du wirst spülen. Setz dich, die Würfel rollen nicht von allein. Gell, alles auf Rot. Alles auf Rot. Wenn wir spülen, alles auf Rot. Möge die glücklichere Hand gewinnen. Hey du, komm her. Oh, das kann was werden. Oh, das kann was werden. Oi, 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 das kann was werden, Leon. In im Kopf. In im Kopf. Natürlich, dass er noch nichts hat, würde ich trotzdem auf bestätigen. Ja, sicher, sicher. Komm schon, einmal gescheit Würfelhaberer. Wie schauen wir aus? Ah, Fladerant, Alter. Ich sag's da, Fladerant. Fix. Weil die Dinger waren mir jetzt wichtig. Die Dinger waren mir jetzt wichtig. Damit wir so ein paar Steinchen am Start haben. Ganz, ganz wichtig, Clown. Ganz, ganz wichtig. Ja, da haben sie mal wieder was ballt, Alter. Das geht nicht. Das geht nicht. Was machst du denn? Ja, mal so einen Fladerantensau. Definitiv. Oh, ja, dann nehmen wir einmal so einen Fladerant. Nehmen wir einmal so einen Fladerant. Wir brauchen Fähigkeiten. Wir brauchen Spezialfähigkeiten. Wir vor und. Oh, nix, Brudi, nix. Ich geh mal voll nur auf die ganzen Steinchen einmal ein, hätte ich jetzt mal gesagt. Er wird mich jetzt mindestens zweimal attackieren. Safe, 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 safe. Er wird mich safe zweimal attackieren. Mhm.
Na, immerhin habe ich ein Mauersteinchen weggenommen. Wenigstens, wenigstens eins. Ich habe meine Dinger zurück, da uns. Dann holen wir alles wieder zurück. Ja. Brauch doch nicht deppert schon. Ich hole mir alles zurück, alles. Schutzschild. Ja, ein Schild wäre nicht schlecht. Ja, sicher. Obwohl, diesmal ist nicht so schön. Nein, diesmal ist nicht so leihend. Na gut, auf ein neues. Und? Ja. Nicht zu uns wieder. Definitiv nicht zu uns wieder. Viele Steinchen jetzt am Start. Sehr, sehr viele Steinchen. Und er nimmt mal eins weg. Der Hund. Der hat genauso viele Steinchen jetzt wie. Das taugt man nicht, dass der so viele Steinchen hat. Mach einmal, Digi, mach einmal. Oh! Gleich drei Haberer. Ja, nehmen wir gleich die. Da nehme ich gleich mal ein Steinchen weg. Mach ich gleich zapzerab. Der kann scheißen gehen, der Haberer. Nee, ich warte auf gut Glück. Ich hätte mehr Schilder braucht. Naja, so drei Schild, irgendwas, ja, wenigstens. Naja, das ist nicht so wie geleimend. Was haben wir denn da Schönes? Gleich alles. Gleich weg. Weil der gibt mir jetzt ordentlich. Der Haverer gibt mir jetzt ordentlich. Dementsprechend. Gleich so gut wie möglich weg. Bitch. Ja. Lang dauert das nicht mehr. Auch bei mir machen. Wie hast du das angestellt? Das ist ja das Geschissene. Das könnte jetzt bei mir genauso machen. Ich muss aufpassen. Ich muss definitiv aufpassen. Das könnte jetzt alles bei mir auch noch machen. In der Runde. Der könnte mir jetzt quasi. Kommt eher drauf an. Schwieriger Hase. Könnten vielleicht ein bisschen was badeln. Könnte sie vielleicht ausgehen. Ja. Er fladert mal viel. Nimmt mir viel weg, der Hund. Er nimmt mir viel weg. Das taugt mir nicht, aber ich nehme trotzdem. Nehmen wir gleich 8. Nein. Nehmen wir 4. Wir müssen 8, weil sonst geht es nicht aus. Aber ich glaube, er macht noch nicht Spezialfähigkeiten. Um das geht's. Ich glaube, er macht noch nicht Spezialfähigkeiten, aber. Weil ich zu wenig Marken habe, kann ich das Opfer nicht bringen. Scheiße. Ah, Gott sei Dank macht er mit seinen Dingern da nichts. Weil ich wäre normalerweise hier. Ich wäre safe hier. 100% wäre ich hier. Warten wir mal ab, was noch so alles kommen könnte. Ja, wieder würfeln. Und? Au. Ja, auf gut Glück. Machen wir auf gut Glück. Dann bringt mir aber nichts, wenn ich nur auf Verteidigung gehe. Aber na gut, ich könnte trotzdem da. So, machen wir so einen Haverer. Bin jetzt aber ehrlich gesagt nicht so wirklich glücklich damit, aber na gut. Aber jetzt ist es soweit. Wenn er normalerweise könnte seine Makel alle aufopfern, ich wäre schon 20 Mal hier. Wäre normalerweise schon 20 Mal hier, mindestens. Also ein ganz leichtes Spiel. Ha, du hattest nur Glück. Noch eine Runde? Das ist genug Glück für heute. Also definitiv mehr als genug Glück. Also Brudi, bis zum nächsten Mal. Ja. Na, aber hallo. Na, wart. Geh mir erst mit der Umme und dann wieder nächst. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Jemand sagt. Ich trink dich unter den Tisch. Hallo, Thekla. Was brauchst du? Let's go. Albus sagt, das Gebräu wäre zu stark.
Kannst du ein paar Runden vertragen? Trockene Kehle, trockene Kehle. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. So. Ja, da gefallen sie sich alle, ist eh klar. Okay, okay, aber ja, soft, 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 Bulli, soft. Ja, das erste Drangl ist unwichtig. Das erste Drangl, aber dann machen wir mit links. Es wird aber klar, da bis zum Gehen immer. So, ja, das wird aber klar, da bis deppert. Es wird sicher noch schneller, aber. Oh, bist deppert von Kitz. Speppte gleich mal der Hammer. Speppte sich gleich mal, Alter. Leg mich am Arsch. Ja, pass auf, Bulli, pass auf. Nicht in Schwanken kommen, bist deppert, Alter. Kommt in Schwanken an, Alter. Ja, viel Hapschi, Alter. Dann sauf nicht so viel. Und dann jedenfalls nicht so schnell. Er kommt in Schwanken, Alter. Der ist lustig, der Hammer. Er ist echt lustig. Locker, mit zwei, dreimal Fehler, aber drauf geschissen. Puh, Alter, die haben wir. Wie bei Odin ist Med mein Lebenssaft. Gut getrunken. Gut gemacht. Gut. Aber Absatz, der Hammer ist voll fit. Gemacht. Aber ist voll fit, Alter. Leg mich am Arsch. Wen haben wir denn da? Geil. Voll fetter Hammer, voll fett. Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Na dann, let's go. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Oh. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Gott sei Dank, dann sparen wir wenigstens ein bisschen beim das Geld. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Mhm. Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Nein, der Reim ist gut, aber zu viele Worte stören das Versmaß. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Spuck ich dir ins Gesicht und zerbrech deine Stirn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es reimt sich, es klingt gut, aber bedenke, dass ich dich töricht genannt habe und du antwortest, dass du mich töten willst. Das solltest du nicht vergessen. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwarte ich, wie es dir dann ergeht. Von mir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Der Reim ist gut, aber der Aufbau nicht. Knapp daneben. Es gibt noch vieles, das du über den Spottstreit lernen musst. Definitiv. Aber das wird schon. Ich helfe dir gern, du kannst jederzeit wiederkommen. Vielleicht werde ich das. Danke, Alvis. Wir werden definitiv nochmal kommen müssen, beziehungsweise kann man Eivor. Das jetzt vielleicht sogar nochmal üben. Guten Tag, Alvis. Du bist zurück. Willst du es erneut probieren? Das will ich. Vielleicht schlage ich mich diesmal besser. Stufaufstieg ich oder glaube irgendwas. An dich. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, aber heute verzichten wir darauf. Jetzt mal ganz fangen kurz. Wir an. Ich bin bereit. Was denn nicht wie, der ist jetzt übersprungen hat? So passt. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Eine schöne Antwort.
Der Reim war gut und das Versmaß hat genau gepasst. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Töte ich dich mal wieder. Dann sag ich, heiße Luft. Diesmal etwas ohne Stirn. Töten. Eine gute Antwort. Ich hab dich dumm genannt und du hast es zurückgegeben. Du hast mein Thema, Verstand, aufgegriffen. Wenn dir mehrere passende Erwiderungen einfallen, nimm die, die inhaltlich am besten passt. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwart ich, wie's dir dann ergeht. Meine Gegner vom Reim und vom Witzsturm verweht. Makellos, ja. Mit dieser Antwort hättest du mich besiegt. Du zankst voller Können, vortrefflich gemacht. Gekonnt schwingst du Axt und auch Wort in der Schlacht. Danke, Alvis. Diese Lehrstunde merke ich mir. Was nett. Ah, na gut, dass wir das gemacht haben. Sind wir gleich wenigstens gestiegen. Nein, immerhin. Schön. Gut, dass wir das gemacht haben. Na, aber hallo, was haben wir denn da? Servus, grüß dich, Großer. Hast du ein paar neue Tätowierungen? Ein paar hätte ich schon. Ja, schau da aus, der Haber. Aber sagt, dass sie neue Tätowierungen ausprobiert. Das stimmt. Und sie wird immer besser. Lass mich mal sehen. Wie du willst. Bist du der Sugar Daddy, oder was? Ich war nur für einen Freund. Ich glaube, ist der Sugar Daddy, oder was auch immer. Leck mir am Arsch. Oh, ich hab zwar noch nie gewusst gehabt, dass man einfach so quasi Tätowierungen einfach mal so wegmachen kann, aber lass jetzt mal nur so stehen. Oh, der wird ausschauen, B-Stepper, Vollpack, der Hammerer, fix Vollpack. So, bisschen gepflegt. Ja, kann man so lassen, ja, gepflegt, da wenigstens, ja sicher, hätte ich gesagt gehabt. Was hast denn du noch so schönes? Bisschen ins Dünklere, ja, sexy Hexe, aber. Sexy Hexe, steppert, Maschallah. Sag dich jetzt einmal so, ob es wirklich zu dunkel ist, weißt du, was ich meine? Könnt ihr dann wieder ein bisschen ausschauen? Zeig mal hier, Havara. Ja, wechseln können wir es dann eh auch noch, wenn es mich stört. Aber schaut jetzt gar nicht mal so uns wieder aus. Nö. Kann man machen. Kann man definitiv machen. Da will noch irgendeiner was von uns. Hey, Tantchen, servus, grüß dich. Hi. Hey, kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Das könnte ich. Aber ich will nicht, dass jeder dort rumtrampelt und das Wild verscheucht. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. Eine milde Jagd. Zeig mal hier, haben wir das dann quasi... Okay, Personenfraktion. Personen 114. Oh mein. Jo, mei, Alter. Aha. Ich schau noch ganz kurz. Passt. So, 3 Geweihe. Okay, wie viel Schuss haben wir? Ist jetzt nicht allzu schwer, aber na gut. 3 Geweihe, was sollen wir jetzt einmal sowas so schnell wieder daherkriegen? Aber na gut, schauen wir mal einfach. Hätte ich gesagt gehabt, schauen wir mal einfach noch ganz kurz. Ein bisschen was zu mitnehmen, na sicher. Da haben wir eh auch ein bisschen ein Wald. Könnten wir schon einmal was finden, weißt du, was ich meine? Könnten wir schon mal definitiv was finden, beziehungsweise vielleicht irgendwas einmal auf dem Weg oder irgendwas, irgendein Reh oder irgendwas werden wir schon finden, hätte ich gesagt. Bisschen was zum Schießen am Aus sicher.
100%. Ich glaube, da muss ich nur ein bisschen im Wald rein und dann finden wir eh schon was. Beziehungsweise ich gehe sicherheitshalber auf, weil nicht, dass ich da dann das vielleicht das ein oder andere Reef schrecke. Beziehungsweise ist halt eher wieder die Frage, wie weit? Mhm. Gleich markieren. Ja, definitiv gleich markieren. Schaut schon mal sehr, sehr gut aus. Bist du, was? Der schaut schon mal sehr, sehr gut aus. Weiß so nicht, wie das da so abläuft. Mit dem Sammeln da jetzt, aber lass ihn jetzt ein bisschen stehen. Wenn er jetzt still halten würde. Ja, haben wir ihn. Passt. Der hat eh noch nichts mitgekriegt, das gefällt mir. Perfekt. So wie ist jetzt der andere Haverer da noch. Ist ja einfach geschlichen, Alter. Das gibt's ja nicht. Buddy, ich sehe nicht einmal die Leichen. Na gut. Das ist auch schön. Wenn du nicht einmal die Leichen siehst oder irgendwas. Man doch gehabt, da sehe ich jetzt wenigstens die Fundorte von den Leichen oder irgendwas zumindest in irgendeiner Art und Weise. Nee. Scheiße, okay. Ja, definitiv scheiße, okay. Ich bin nur doch gehabt, so wegen dem einen Reh oder irgendwas. Bei eins haben wir wenigstens auch abgeschossen. Ich glaube, sie findet das jetzt. Ah, da habe ich was. Und? Hirschhuf. Ah, das ist aber nicht das Richtige. Weil die Tante will unbedingt ein Geweih oder irgendwas. Einmal noch her, nochmal die Tash. Ja, die will Geweih. Das ist ein Wasch. Überblicke das Land, Freundin. Das ist ja eher wieder die Frage. Wie viel muss ich da wieder killen, damit ich da überhaupt dann wieder ein paar Geweihe oder sonst was decken könnte oder sonst. Aber ich glaube, ich würde jetzt. Oh. Ich darf nicht mehr weiter raus, oder? Uiuiuiui. Ja, gehen wir mal nur das kleine Stickerl, hätte ich gesagt gehabt. Ja. Irgendwas werden wir ja wohl finden. In der Viecherl oder so, bitte. Hm. Ich meine, hat er es von selber mitgenommen. Aber wieder Hirschhuf. Obwohl der hätte wenigstens ein bisschen ein Geweih gehabt. Das ist ja das. Mhm. Mhm, okay. Ja. Er sichert es aber lieber wieder zurück. Ja. Du schießt einmal durch die Gegend, plötzlich nichts mehr da. Hä? Gar nichts mehr, aber wirklich gar nichts mehr. Und da so denkst du, Haverer, wie geht das? Bist einmal auf der Jagd, ist kein Viech mehr. Nie wieder. Aber vielleicht haben sie da noch irgend so ein kleines Nestel oder irgendwas. Und ich muss einfach wieder weggehen und dann kommen sie erst. Und wie, das kann vielleicht auch wieder möglich sein, dass du in die Richtung da vielleicht gehst. Oh. Das schmeckt. Wenn wir gleich mal dort hinschauen. Hm. Wenn wir definitiv gleich mal dort hinschauen. Na, der hat mir hier noch nichts mitgekriegt, also dementsprechend perfekt. Perfekt. Da können wir wenigstens dann noch ein bisschen herumstöbern. Vielleicht finde ich da noch so einen Haverer. Das wär's. Ja, da hätten wir wieder Hirschhuf. Was der ist sicher. Sicher, alles. Alles wird mitgenommen. Und? Ja, wieder Hirschhuf. Der ist es wieder Arsch. Was haben wir da wieder Schönes? Wieder Hirschhuf. Jedes Mal noch Hirschhuf. Sorsch. Das ist Sorsch. Ja, schön und gut, dass wir ein bisschen Leder haben, aber genau das, was ich brauche, finde ich nicht. Hilf mir. Schön, sei oder? Meine Augen. echt schön. Da denkst du auch, Alter, leg mir mal. Mit den Hurensviecher. Ja, ich hätte gesagt, ein Nestal machen wir noch.
Und wenn wir da noch immer nichts gefunden haben, dann. Ja, dann komm, bitte leck mir die Zentren Arsch. Damit. Ein Esterl tue ich noch Arsch halten. Ein Esterl tue ich definitiv noch Arsch halten. Und da nichts kommt, dann ja, dann. Mit Scheiße gehen. Was haben wir denn da bitte für nette Hitten? Echt nett hier? Ja. Munition werden wir definitiv brauchen. Oh ja. Bisschen Süber, das. Bisschen, ja, mir. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja, wichtig. Definitiv wichtig, Bulli. Definitiv wichtig. So, was haben wir denn da noch so alles? War kein Viech oder irgendwas, nix da. Sieh für mich, da haben wir wieder was. Ah, was zum Sammeln. Sonst? Oh, vielleicht wieder dann beim gleichen Fleckerl. Könnte man eigentlich machen im Prinzip. Vielleicht auf dem Weg wieder zurück. Ja, gehen wir einfach mal kurz den Weg wieder zurück. Vielleicht könnten wir ja was finden. Wäre nicht schlecht. Wäre ja definitiv echt nicht schlecht. Vielleicht finden wir irgendwas Leibendes. Wenn man sagen könnte, dann. Boah, Leibend, super, Gönnung. Aber jetzt haben wir ein paar erwischt und das war nichts. Interessant. Beziehungsweise es könnte vielleicht auch ein bisschen länger dauern. Dass einmal so die ganzen Viecher dann respawnen und alles drum und dran, weil die ganze Leiche dann noch relativ lange dann noch herumliegt. Die werden sie wahrscheinlich für eine sehr, sehr lange Zeit dann sich vielleicht nicht mehr trauen, vorbeizukommen. Irgendwas in der Richtung, weißt du, was ich meine? Dass man das sagen könnte. Aber ich auch so einen Haver erwischt mit Geweih. Das sind einmal ja Hirschhuf. Ja, mit einem Hirschhuf komme ich nicht weit. Mit einem Hirschhuf können die 10 Chests okay. Wenn die Tante wenigstens gesagt hätte, boah, das ist aber leimend, dass du jetzt auch so ein Häkchen und so alles kriegst. Ja, bei denen hätte ich es mir aber auch leimend gefunden, wenn du sagst, okay, da habe ich auch Hackel, dann hätte ich wenigstens das auch abgeschlossen. Dass ich wenigstens den Hinweis dazu kriegen könnte. Ja, aber so was anderes für die Tante, aber ich glaube, das wird der überhaupt nicht interessieren, dass ich da was anderes habe. Hi. Das wäre so geil, wenn ich da vielleicht irgendwo was fladert hätte, oder? Und tschüss, Papa. Eivor! Hi! Wolfsmal! Willkommen zurück! Gunnar! Ich habe hier etwas, das du sehen musst. Hat der Gunnar nicht Haar gehabt? Donnerschlag! Hat er nicht Haar am Schädel gehabt damals? Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Natürlich, wenn wir machen, na sicher. Was der armer Mann, kann ich nichts mehr leisten. Das sollte reichen. Noch etwas? Und wie geht es dir, Gunnar? Hältst du durch? Schau, wie ich dich mag die Arbeit und mein Huger ist stark. Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, tut mir leid, das zu hören. Ihr wart wie lang zusammen? 5 Wochen waren es. 5 wunderbare, leidenschaftliche Wochen. Alles vorbei. Nur Ficke, Ficke. Werde ich meine Brunhild jemals wiederfinden? Eine Valkyria wirst du wohl nicht mehr treffen, Gunnar. Du solltest deine Ansprüche etwas zurechtstutzen. Zurechtstutzen? Nur Ficke, Ficke, 100%. Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als dem Besten zufrieden gibt.
Ach so ist es. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Ja, ich werde den Haver aber trotzdem, glaube ich, andere Farbe geben. Wo waren die Tante dann um? Also der Typ da drüben war er. Ja. Wäre besser. Mir taugt das Dunkle nicht so ganz. Vielleicht dann doch wieder aufs Blonde. Ja, so wie sie es am Anfang sich überlegt haben. Ja, machen wir es so. Oder war das ja schon? Nö, das war sogar schon. Schau her. Hast du ein paar neue Tätowierungen? Ein paar hätte ich schon. Lass mich mal sehen. Wie du willst. Das Braune. Gut. Sonst noch etwas? Lass mich mal sehen. Machen wir kurz das Braune, würde mich jetzt auch interessieren. Der muss sexy unterwegs sein, der Haverer. Der muss sexy sein. Gibt es sonst noch etwas? Ja. Ist nicht zu dunkel, aber auch wieder nicht zu hell. Bis später, Sven. Gut. Passt. Sexy, Eivor. Sexy. Ganz ein Hübscher. Ganz ein Hübscher. Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen. Mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Na, der wird definitiv nicht weggehen. Passt, wir müssen anscheinend auch die andere Mission als erstes dann abgeschlossen haben. Gut zu wissen. Ja, dann machen wir das als erstes. Ja, Gott sei Dank ist es gerade einmal Stufe 1. Also, sonst wären wir dezent am Arsch gewesen. 500 Meter! Na dann, perfekt. Was ist das jetzt einmal für so ein Hitten? Das gehört zum Vollkommen, also da muss ich nichts. Guten Tag. Ich gebe dafür sogar ein bisschen Geld aus, mir ist das wurscht. Nein, leider nicht. Das leider hab ich nicht. Auf jeden Fall da. Verkaufen, was haben wir denn da? Mehr so brauchst du nicht. Man kann ja nicht wissen. Vielleicht für irgendeine Nebenfest oder sonst was. Mal schauen. Der Pferd, Alter. Bei 500 Meter sind wir nicht ab. Aber bei 500 Meter. Boah, schon dezent abfährt. Unbedingt. Aha, Ubisoft Logo, das. Oh. Nicht schlecht, okay. Ja, da kommt was zusammen. Da kommt definitiv was zusammen.